Hallo und herzlich willkommen zum Finale oder einer der Finalfolgen, sagen wir es mal so. Ich habe vor, das Spiel jetzt durchzuspielen. Mache das nicht im Stream, sondern tatsächlich remote die letzten paar Folgen, nehme ich an. Ihr seht es oben rechts, wir sind mittlerweile bei Version 1.04. Laut den Patch Notes soll damit ein Crash-Bug behoben worden sein. Ich hoffe also, dass wir nicht mehr das Problem haben werden, dass das Spiel uns einfach abstürzt oder an den Widescreen geht. Ja, ich war leider nach dem letzten Stream, da hatte ich ja schon gesagt, so in den letzten Folgen, ich höre jetzt mal auf, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde krank. Dem war leider auch so. Ich lag jetzt eine Woche lang richtig, richtig, richtig flach. Jetzt geht's wieder. Aber das führt für mich jetzt zu der doofen Lage, dass ich eigentlich, also ist für euch, die es auf YouTube seht, völlig irrelevant, aber ich erzähle meinen Struggle trotzdem. Eigentlich wollte ich letzte Woche Freitag das Ding durchspielen und dann meine Review machen. Und jetzt habe ich wieder so das Problem, wenn jetzt die Bugs wirklich gefixt sind und so weiter, dann habe ich 90% des Games in der alten Version gespielt, die noch nicht gelaufen ist, und 10% in der, wo es gut läuft, und kann es nicht mehr richtig beurteilen. Deswegen, ja, schwierig. Aber ja, was soll ich machen? Ich werde trotzdem, glaube ich, eine Review machen zum Game. Weil, ja, ich habe jetzt die ganzen Notizen schon geordnet und alles. Alles aufgeschrieben. Es war eigentlich alles ready für die Review. Ich dachte, es war wirklich so literally, mir fehlt noch ein Stream. Dann, ja, dann kann ich das machen. Und ja, dann bin ich krank geworden. So ist es manchmal. Und ja, ich dachte mir, es ist jetzt gerade an einem Freitag, 22.05 Uhr. Ich dachte, jetzt den Stream anschmeißen. Macht wahrscheinlich nur so Semi-Sinn. Ich hoffe auch, dass ich das alles jetzt gerade noch so halbwegs drin war, habe, wie das hier gelaufen ist. Aber ich glaube schon. Ich finde es immer lustig, dass die Gegner hier einfach komplett überfordert sind, wenn man einfach zwischen ihren Beinen steht. Ne, also hier, die machen Moves. Und selbst den roten Move, den brauche ich, kann ich im Prinzip gar nicht kontern, wenn ich nicht aktiv von ihm zurücklaufe. Das ist super weird irgendwie. Also was sie sich bei dem Gegnertyp-Design gedacht haben, erschließt sich mir nicht so 100%. War ich da unten schon? Wahrscheinlich nicht. Weil da liegt noch ein Item. Und da sind diese Bubbles, aus denen Dämonen rausspringen. Soll uns aber egal sein. Oh. Habe ihn aus Versehen in den Abgrund geschoben. Ach, das ist ja interessant. Reinschlagen kann man sie offenbar nicht. Aber man kann sie reinschieben. Ist ja auch gut. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich spiele das Spiel jetzt einfach hier in der Aufnahme fertig. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, im Prinzip könnte ich es mir auch sparen. Weil, ja. Die Gangart auf YouTube, die man heutzutage gehen muss, ist halt leider Gottes wirklich. Oh, hallo? Eigentlich. Ah! Okay, hier kann man runterplumpsen. Okay, interessant. In anderen Gebieten war das nicht so. Geil. Scheiße, jetzt sind wir wieder auf 6 Moral. Ist halt wirklich im Prinzip, dass wenn du sowas hast. Ich hatte ja 19 Folgen nach ein paar Tagen, musst du die einfach rausfeuern. Komplett. Ach du Scheiße, ich habe gerade so wenig Moral, dass ich nicht mal meinen Blitz machen kann. Aber das macht nichts, wir können uns an dem hier ja gut wieder aufladen. Ah, okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, weil du bist sonst eigentlich doch immer relativ safe. Also wenn du nicht aktiv runterspringst, hatte man bisher eigentlich immer nicht so das Problem, dass man runterfällt. Das haben sie in dieser Map offenbar ein bisschen anders gehandhabt. Weil es ja das Trope der Map ist, dass überall Abgründe sind. Au, das war der Feuerball. Feuerball, Junge!
war der Konter. Zack. So. So, wo ist jetzt der Dude, der mir mein Zeug geklaut hat? Wo kam der her? Das ist gerade meine große Frage. Wo kam der eigentlich her? Wo ist der Dude, der mir mein Zeug geklaut hat? Ich bin hier hin. Dann bin ich da hoch. Und dann kam der mir auch schon daher gepimmelt. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin vom Level her stark genug. Ist egal. Ich gucke jetzt mal hier drüben. Hier waren wir nämlich noch nicht. Au. Das habe ich nicht realisiert, was da auf mich zukam. Gleich wieder ins Kontersystem reinkommen. Das ist immer so die größte Gefahr, wenn man so ein Game hier eine Woche nicht gespielt hat. Dass man diese Konter und so verhaut. Deswegen gleich wieder üben. Damit das auch alles läuft. Wenn wir dann beim Boss sind. Ah, okay, ich glaube, sie haben das, meinen Key haben sie, glaube ich, auf den Gegner da gesetzt. Den ich eben besiegt hatte. So, ich glaube, hier soll man eigentlich nicht lang. Aber wir gucken einfach mal. Okay. Das sieht ja fast nach Boss aus. Ah, da oben hockt wer. Okay, nee, warte mal, dann wollen wir das jetzt gerade noch nicht angehen. Gerade ist mein Level halt leider sehr, sehr schlecht, das ich habe. Mein Morallevel. Das wollen wir noch nicht. Okay, da habe ich irgendwer geworfen. Ja, aber seht ihr, die Timings sind nicht mehr ganz drin. Ich habe jetzt immer. Habe ihn zwar gekontert, aber immer erst den zweiten Move. Jetzt kein Weltuntergang, aber auffällig natürlich schon. Da ist so einer. Dann haben wir ja einfach mal so einen Pott. So. Sehr gut, das war besser. Auf der Map habe ich große, große Sorge, Standard zu verpassen, bin ich ganz ehrlich. Weil hier sind so viele Abzweige und kleine Wege und Seitengänge. Und dann eben leider auch nicht immer ganz sauber programmiert das Game, weswegen man auch ein bisschen diese Sorge hat, was wenn man es irgendwo aussieht, als könne man da drauf springen und dann ist es aber kein fester Boden. Auch sowas ist ja immer sehr beliebt. Okay, so, hier ist schon mal die nächste große Schwimmwarte. Können wir ein Level machen. Wir waren, glaube ich, in Metall gegangen jetzt. Okay, aber mein Eindruck ist gerade, also das Level hier lief ja, glaube ich, generell wieder rund. Das war ja nicht jedes Level, was so beschissen gelaufen ist von der Performance her. Aber gefühlt ist hier ist die Performance auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Jetzt nach Patch 1.04. Es wäre halt wirklich ganz geil, wenn Spiele einfach mal fertig rauskommen würden. Und man nicht immer erstmal 4 Patches abwarten muss. Bis das funktioniert halbwegs. Aber guck mal, ich will mich auch noch nicht zu früh verlieren. Ich glaube nämlich, das Level hier lief generell beim letzten Mal schon ganz okay. Von daher lieber noch nicht zu früh freuen. Es kann immer noch gut sein, dass der Scheiß noch kommt. So, wir sind schon mal wieder auf Moralrang 10. Ich weiß gerade gar nicht, ob das hier eventuell der richtige Weg ist. Wir müssen uns auf jeden Fall alles mal angucken. Damit ich möglichst wenig Standarten verpasse. Wie gesagt, auch wenn die meisten Bosse eher so auf der leichten Seite waren, so Level... So Level
18 oder so wäre ich dann schon ganz gerne. Mindestens. Okay, die ist ein bisschen unentschlossen, was sie vorhat mit mir. Ah, fuck, den habe ich verkackt. Den habe ich verkackt, den Konter. Das gebe ich ganz offen zu. Ey, bei dem Studio ist es wirklich so, ich mag ihren Art-Design quasi immer. Aber es ist sehr überladen, ne? Versteht ihr, was ich meine? Ich gucke hier so drauf und habe den Eindruck, es könnte passieren, dass so eine Standarte genau vor mir ist und ich sehe sie nicht, weil einfach alles leuchtet und alles glänzt und alles hat diesen komischen Filter, diesen Rotton drüber. Dass es halt wirklich gut sein kann, dass man einfach essentiell wichtigen Kram verpasst. So, jetzt ist die große Frage. Ich vermute fast, dass das der richtige Weg ist. Da hoch. Ich überlege, ob wir erstmal da hinten jetzt, weil jetzt gerade... Jetzt gerade habe ich nicht viel zu verlieren, da hinten hinzugehen. Wir haben Moralgang 8, sind gerade 10. Ich vermute eher, dass das Late Game sein wird da hinten. Aber ja, jetzt gerade können wir relativ gefahrenfrei gucken, deswegen werde ich das jetzt mal machen. Okay, jetzt habe ich beide verkackt. Aber den fand ich tatsächlich schon immer relativ schwer zu kontern, weil es so uneindeutig ist, wann das Auftreffen ist. Aber gut, sei es drum. Okay. Keine gute Voraussetzung für so einen Special Boss jetzt gerade, aber hey. Was soll's. Also ich sag mal so, allein daran, dass man hier irgendwie nicht wirklich, dass man da sich so halb hochglitscht, denke ich, dass das nicht der Weg ist, der hier gedacht ist, eigentlich. Aber wer weiß. Och nö. Okay, das gefällt mir nicht. Dass das für einen Finisher reicht. Hab's aber nicht. Oh fuck. Ja. Okay, aber das. Ja, okay. Okay, aber Level 13 ist eigentlich... wirkt dann doch wieder ganz richtig eigentlich. Wisst ihr, was wir einfach mal machen? Ich hoffe, die sterben nicht einfach. Wir nehmen uns einfach mal zwei Verstärkungen mit. Ja, wir nehmen einfach mal... Haben wir eigentlich noch irgendwie einen... Guck mal, der hat noch einen Stock. Ich weiß zwar nicht, wer er ist, aber wir nehmen ihn einfach mal mit. So. Wir müssen es uns jetzt ja hier nicht unnötig schwer machen. So, und wenn die sterben, ist ja nicht schlimm, weil dann sind sie eh weg. So, dann nehmen wir ihn noch mit. So. Ja, ich sag mal so, weil ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt im Spiel, wo man sagen kann, ich habe bewiesen, dass ich es halbwegs kann, das Game. Da brauche ich mir jetzt ja bei einem Gegner, der mir schwer fällt, und dieser Stier fällt mir schwer, muss es mir ja nicht unnötig schwer machen jetzt. Da habe ich zu hektisch gespielt gerade, definitiv. Guter Move. Ach, Mann. Okay, vielleicht wirklich auf den Schlag von oben warten.
vielleicht das Rätsels Lösung. So, wir boosten uns mal noch auf Moral 9. Okay, ich dachte, dass wenn ich reinspinne, ich definitiv den Erstschlag haben werde. Ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Das wundert mich, ehrlich gesagt, dass das hier... Vielleicht ist es auch einfach als versteckte Standarte gedacht. Das kann natürlich sein. Oh, das war ein schlechter Start. Das war besser. Ja, nichts gesehen. So, zack. So. Na, da hatte ich jetzt keine Lust drauf, den jetzt hier runter zu rocken, ehrlich gesagt. So. Ich könnte sie ja mit dem Weinzweig jetzt auch wieder wegschicken, meinen Begleiter, aber eigentlich warum? So, okay. Damit haben wir schon mal Standhaftigkeit 11. Machen unsere Zauber noch ein bisschen günstiger. Ja, weil Level 13 war ja jetzt eigentlich so vom Moralrang her passend. Also vielleicht ist das sogar wirklich doch der Weg, den sie vorgesehen haben. Oder es ist wirklich als ein optionaler Weg gedacht, dass man das nicht finden muss. Ach, guck mal, hier ist eine Mini-Standarte. Sehr gut. Oh Gott. Oh, ich weiß nicht, ob das... Fuck. Seht ihr? Sowas meine ich. Jetzt stehe ich hier. Und offenbar soll man hier eigentlich gar nicht sein, aber zum Glück konnte ich mich hochlacken. Ne? Das meine ich. Eigentlich soll man hier offenbar gar nicht sein, weil man so komisch hochspringt. Aber es hat zum Glück funktioniert. Irgendwie. Ich finde das so geil, dass man einfach Drop Attacks aus dem Sprung machen kann. Das finde ich super. Das mag ich. Ach ja, ich vergesse ihn immer wieder. Also immer wieder gleich einmal. Beim ersten Mal wusste ich ja nicht, dass er da ist. Aber gut, und meine Begleiter kümmern sich darum. Die Nixe. Oh, sind wir sogar zwei. Sind wir sogar drei. Aber so langsam merkt man auch wieder, dass mein Moralrang, aua, überlegen ist. Meine Fresse! Und selbst mit nicht so gutem Gameplay, ich das Ganze ganz gut rumreißen kann. So. Wo war denn jetzt nochmal der Weg, den ich gefunden hatte? Ich glaube hier lang. Ja, aber ich glaube, dann ist das tatsächlich, dann ist das Ganze wieder hin rein optional. Okay. Es ist wirklich einfach nur, ob man es findet, um sich noch zusätzlich Zeugmoral zu holen. Zeugmoral. Die Zeugmoral. So, und dann denke ich mal fast, dass das hier der korrekte Weg sein wird. Maybe, vielleicht. Ach, oder einfach, oder das ist hier komplett alles optional. Das kann auch sein. So, jetzt habe ich hier eine Abkürzung.
Jetzt geht's hier rüber. Der wird bestimmt was schmeißen. Oh. Damit habe ich offen gesagt nicht gerechnet, dass... Hat hier nicht gerade eine Standarte geleuchtet? Ich denke aber nicht da unten drin, oder? Denn dann war ich da wahrscheinlich schon. Ach, das ist das, wo ich von hochgesprungen bin. Hoffe ich, denke ich, maybe. Ihr wisst vielleicht, was ich meine mit dem Levelaufbau, ne? Es ist cooles Leveldesign, definitiv, gar keine Frage. Aber oh boy. Okay, wie kommen wir zu dem hoch? Das wäre die... Oh, du Scheiße. Hier. Oh, hier rennt eine Flammenratte hinterher. Oh Gott, vielleicht sollte man nicht alles auf einmal triggern. Jetzt, oh Gott, jetzt habe ich auch noch den Affen getriggert. Da hilft nur eins. Kija beschwören. Au. Honda verkackt. Sag mal so, immerhin bin ich meine Begleiter wahrscheinlich gleich wieder los. Feuerball kriege ich irgendwie nicht gekontert. Zumindest einen konnte ich mal retten. Mach! Ja, kriegen wir nicht mehr. Da bin ich manchmal zu versessen auf die. Okay, die Konter sitzen langsam wieder. Das passt langsam alles wieder besser. Da bin ich manchmal zu versessen auf, darauf diese Magier rauszunehmen. Weil im Prinzip habe ich damit jetzt gerade wirklich arge Probleme gemacht, dass ich aber vorbeigesprintet bin. Okay, langsam habe ich das Gefühl, das hat mit dem Game Pass zu tun. Das ist ja wirklich insane. Sobald ich, also ihr habt es jetzt auf dem Bildschirm nicht gesehen, aber war gerade wieder die Nachricht, dass ich vom Internet getrennt bin. Sobald ich anfange, im Game Pass was zu spielen, sei es Age of Empires, sei es Wolong, mein Internet bricht weg. Nie lange, immer nur für ein, zwei Sekündchen. Aber das reicht ja. Level 17, so ein Viech. Das finde ich nicht so gut. Vor allem, da meine Begleiter jetzt down sind. Ha. Ja, jetzt ist wieder die große Frage. Was ist jetzt das Optionale? Was ist... Also er leuchtet halt so rot. Das heißt ja eigentlich, dass er Moral geboostet ist, ne? Das heißt eigentlich Flagge, oder nicht? Ich weiß es nicht. Das Problem ist, dass ich die wirklich nicht gut kann. Ja, also so viel schon mal dazu. Laut Patch 1.4 wurde dieses Flickere weggemacht. Das kann ich schon mal nicht bestätigen. Dass dieses ständige Texturenflackern weg wäre. Durch den Patch. Also generell, das ist ja eh krass. Ich habe ja, ich glaube, Patch 1.02 war schon draußen. Also am Release-Tag konnte man direkt zwei Patches runterladen. Die waren 40 GB groß. Und dann kam Patch 1 und das Spiel lief katastrophal. So. Und dann kam Patch 1.03 und ich habe halt, ja, ich habe halt legit keine Veränderungen bemerkt. Also es lief danach so schlecht wie nie zuvor.
Okay, warte mal. Ich. Ach Gott. Ich muss mich mal eben orientieren. Da habe ich jetzt noch eine Abkürzung. Ach Gott. Wo? Da. Okay. Da habe ich jetzt noch eine Abkürzung frei gemacht. So, der flackert auch immer noch. Also kann ich nicht bestätigen, dass sie das gefixt hätten. Das ist generell was, was ich noch nie verstanden habe. Das passiert ja so oft, dass irgendwie in Patch Notes geschrieben wird. Okay, da ist das eigentliche Ziel, ziemlich sicher. Das und das wurde gefixt. Dann spielst du es, freust dich, dass das angeblich gefixt wurde und stellst fest, nö. Also mal absolut gar nicht. So, wartet mal kurz. Ich will jetzt mal wissen, diese Leiter hier, die führt mich... Ah, nach da unten. Okay. Das heißt, ich kann mir da einen Checkpoint holen. Mache ich das eben oder vertraue ich darauf, dass ich das schaffe? Drei Tränke habe ich. Ich glaube, ich vertraue darauf, dass ich es schaffe. Ich glaube, die größte Gefahr ist tatsächlich gerade runterfallen und dann halt ungünstig einen Feuerball ins Gesicht zu bekommen. Das ist, glaube ich, gerade die mit Abstand größte Gefahr hier. Okay, aber wenn da oben der Boss sein sollte, dann habe ich echt viel verpasst. Dann habe ich 5 von 6 Standarten von den Großen und 4 von 7 von den Kleinen. Ha. Ich habe gerade fast vergessen, dass er springen muss, sonst wäre das der Abgrund gewesen. Komme ich hier wieder hoch? Das ist hier die große Frage. Oh, warte mal. Wo führt mich das hin? Ach so, okay. Aber ich verstehe auch nicht ganz. Hier ist eine Tür drin, wo gesagt wird. Ach so. Nee. Hä? Nee, warte, warte, warte. Ah, dann, nee, dann ist es oben nicht die Finale. Das ist dann nicht der Finale. Das finale Banner. Okay. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Was sagen, weil da ist eine Tür drin, wo es steht, lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Und dann ist auf der anderen Seite halt nur die Häuserwand. Aber nee, da ist noch ein Raum. Und die Lösung ist, dass ich da von oben ran muss. Okay, alles klar. Dann sollten wir auf der sicheren Seite sein. So, den Invader haben wir auch abgewehrt. Das Item da unten ist mir offen gesagt völlig egal. Ah, da waren auch schon die ersten kleinen Ruckler. Okay, da muss ich so einen besiegen, das sollte ja funktionieren. Ich glaube, Hauptgefahr ist runterzufallen tatsächlich. Und das ist halt einfach ein miserabel designter Gegner. Also, sorry, aber es ist halt so. Das ist einfach ein miserabel designter Gegner. Schlucke Wasser nehmen. Aber ich sag mal so, ich kann alles verzeihen, selbst wenn es nochmal ruckeln sollte und so, kann ich alles verzeihen, wenn das Spiel einfach nur nicht mehr abschmiert. Das wäre so das Hauptding, was mir wichtig wäre. Aber das sieht krass nach Boss aus. Hm.
Okay. Oder es ist ein Mid-Boss, das kann natürlich sein. Dass dahinter nur noch ein bisschen was kommt. Ja, schauen wir mal. Sore de oizumeta tsumori ka? Nee, das ist der, wegen dem wir hier sind. Mikubirareta mono yo. Yosuberu chikara. Ich finde aber auch schön, wie unser Charakter jedes Mal wieder geschockt ist. Was? Er nimmt das Elixier? Obwohl, da, guck mal, da geht's noch weiter. Ich glaube, er ist nicht der Main-Boss dieses Levels. Guten Tag. Ach, ist das sogar Turtle geworden? Ah, ja, er dabei. Also wenn er jetzt Level 20 ist, dann ist irgendwas schief gelaufen mit den Bananen, definitiv. Also Designs können die sehen schon cool aus. 18, okay. Aber okay, das war ein sehr suboptimaler Auftakt. Eiskanone. Okay, soweit so gut. Jetzt machen wir unseren DJ. Machen wir mal Elektro. Ja, also das Gegnergeflacker ist immer noch da. Und das war's. Sehr gut. Ah, noch nicht ruhmreicher Sieg. Noch nicht ruhmreicher Sieg. Jinsha として知られ幼き頃の憧れであった我が父は無情にもわしを里子に出し不死の縁を自ら絶った。シュワイン。盲徳と出会い、人との絆に価値を見出しかけたが、燃える都を前に仲間はわしのもとを去り、あわいん夢は再び打ち砕かれた。頼るべきものとして残されたのは 赤き輝きがもたらす力のみ。その輝きが尽きるまで抗っても勝てぬとは。真の絆とは、核も強く、美しいものであったか。 Tja, wie stark die eigenen Bande sind, hat auch immer ein bisschen was mit einem selber zu tun, ne? Nicht nur, definitiv nicht nur. Ist auch immer viel Glück dabei, wen man so trifft in seinem Leben und so. Aber man hat damit schon auch was zu tun, wie stark ein Band zwischen zwei Menschen ist. Motok, osoizo. Wenn das Levelende jetzt war, dann bin ich sehr irritiert. Dann habe ich viel verpasst. Aber er war nur Level 18, das wäre untypisch für einen Endgegner. Kokono Tanyaku wa hei o yokoshite kaishu sase yo. Und es stand nicht ruhmreicher Sieg da, bin ich der Meinung.
Ach, da ist sie ja wieder mal. Ich wollte dich eigentlich mitnehmen, um deinen Stab zu kriegen, durfte ich aber nicht. Aha. Sena geht noch weiter. Oder auch nicht. Doch, okay. Sehr gut. Okay. Das habe ich mir gedacht. Gut. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir nach da unten in das Haus reinkommen. Das muss von hier oben irgendwie gehen. So. Aber wir kriegen auf jeden Fall die großen Standarten alle. Das ist schon mal gut. Ah, der Drache, da bin ich gespannt. Kann mir vorstellen, dass das ein ekliger Bosskampf wird. Weil immer, wenn die so groß sind und viele unberechenbare Schläge kommen, ist das meistens nochmal schwieriger. So, das ist ja... Das ging ja eigentlich von dem Palast hier aus. Ich glaube, ist das das Haus da? So. Ja, gut, so, das ist eine kleine. Wäre jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Aber ich glaube, ein Secret ist ja auch nicht mehr. Oh, guck mal, da ist noch eine. Die hätte man sogar vor dem Kampf noch haben können. Sehr gut. 18. So, und das Haus ist ja auf der Seite da drüben eigentlich. Aber ich glaube, da kommen wir nicht von hier aus hin, würde ich sagen. Obwohl eigentlich der Weg perfekt hinführt. Naja, gut, egal. Wir haben schon mal mindestens Standhaftigkeit 18. Von daher... sollte das passen. Ich glaube nicht, dass man hier rüber... Also könnte sein. Aber ich glaube nicht, dass man hier rüber springen muss. Nee. Das hab ich mir gedacht. Na gut, okay. Aber ja, 18 ist immer so das, wo ich sage, ey, das passt. Kann man machen. So, wie viel brauchen wir dann für ein Level eigentlich? 4000 noch. Jetzt brauchen wir mal 6000er. So. Aber ich glaube nicht, dass man von hier nochmal zurückkommt. Ach, egal. Egal. Auch wenn es mich schon interessiert, wie das jetzt gedacht war. Aber na gut. Ist egal. 18 muss reichen. Oh, direkt der nächste Bosskampf. Wieder zwei Standarten verpasst. Von einer weiß ich immer, wo sie ist. ここまで生き残るとは、お主には天運があるのやもな。どうだ、虫と共に真の探訳を作り、神仙境を目指さぬか。 あなたの好きにはさせない。交渉、手を貸すのじゃ。竜を抑え込むぞ。長くは持たんぞ。わしには従わぬ。ああ、では、これも、あれ、やべ。ならば、神。
Er kann teleportieren, das wissen wir. Definitiv nochmal eine Herausforderung an. Das war es 100% noch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wir wissen ja noch, was ins siebte Kapitel kommt noch. Kono washi wo koko made oizumeru to wa. Shin no tanyaku ni wa imada todokanu ga. Yamu o eno. なる上は天下の大乱より生ずし、この大役に命運をかけてくれようぞ。 Okay. Ja, sind wir denn hier bei Resident Evil? Okay, das wirkt aber schon sehr fandenbossmäßig. Das war doch noch Kapitel 6, oder? Ach du Scheiße, ich glaube. Oh, das wird ein nerviger Kampf. I can feel it in my bones. Ja, wenn man nicht sieht, was der Gegner macht, ist immer perfekt. Wenn man so aus reinem Instinkt handeln muss. Ich weiß nicht mal. Okay. Ich glaube, das wird ein scheiße nerviger Boss. Weil ich wusste gerade nicht mal, was der Moment war, an dem ich hätte kontern sollen. Also sage ich euch, wie es ist. Ich weiß nicht mal, was der Moment war, an dem ich hätte kontern sollen. Er hat mich irgendwie mit seinem Körper berührt und dadurch war ich dann. Oh Gott. Das wird sehr scheiße. Gerade reiner. Also meine Timings sind gerade vor mir reiner Instinkt. Keine Ahnung, was richtig ist und was nicht. Nicht mehr. Shit.
schade, weil so eine Momente sind natürlich immer ganz gute Möglichkeiten. Och man, ey. In dem Kampf ist die Perspektive das größte Problem. Schade, ich habe ein paar Tränke mehr gehabt, dann hätte es wahrscheinlich klappen können. Ja, vielleicht hat es auch geklappt. Na. Okay, na gut. gut, nehme ich. Jawoll! Full Anime Superhero! Heroin! で、兄さんもようやく眠れる。うん。それ喋りもかたん。Vernichter des Bösen。Jawohl。Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich doch beim letzten Mal noch zu Ende gespielt. Trotz allem.Es war vernünftig aufzuhören, aber hätte ich halt gewusst, dass nur noch 15 Minuten sind. Aber eigentlich dachte ich, da kommt noch was. Dachte eigentlich jetzt Yun Shao und dann danach halt ihn dann. Sate. Ato wa makasete washira wa modoru.また様子見に来るね。Ein roter Mond. It's not over. Aha. Abgelegenes Bergdorf. Na komm, die lesen wir mal doch schnell die Notizen. Die findet man da. In einem verlassenen Dorf gefundene Tafel. Sie scheint von den Jungen mit Augenbinde verfasst worden zu sein. Die gelben Turbane erhoben sich und behaupteten, die ideale Welt erschaffen zu wollen, aber niemals änderten sie mit ihrer gedankenlosen Gewalt etwas. Und doch wird das Haus Hahn über kurz oder lang untergehen. Ich kann nur raten, wie sich diese Zeit großer Veränderungen entwickeln wird. Meine Familie musste aus unserem Heim in einem anderen Bezirk fliehen. Mein Vater starb und ich wurde vom Rest getrennt, aber die Menschen im Dorf waren so freundlich zu mir und ich schaffte es zu überleben.So, so. Gut. Ja, ist jetzt die Frage. Kommt jetzt nur noch ein Bosskampf oder. Ich will mal. Wo ist die, das Banner? Wahrscheinlich kommt nur noch ein Bosskampf, ne? So, jetzt sind wir am Startlevel.Nur, dass es diesmal nicht mehr brennt. Ich müsste nämlich auch gleich mal aufs Klo. Notiz eines verängstigten Händlers. Ich wusste, dass dieser unheimliche Drache ein böses Omen war. Sobald er auftauchte, griffen diese Schurken der gelben Turbane an. Es ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, die Schreie der Gefallenen aus diesem Berg aus Leichen zu hören. Ich sollte dankbar sein, dass ich fort war, meine Waren zu verkaufen, aber unser friedliches Dorf, es ist vernichtet.
Notiz eines Banditen der gelben Turbane. Ich habe genug davon, wirklich. Wie viele müssen noch sterben, bis unser Traum wahr wird? Der gelbe Himmel ist nichts als eine Fantasie, wenn wir weiterhin so viele Schlachten verlieren. Zur Hölle mit diesem Taiping-Daoismus-Schwachsinn. Ich trete der kaiserlichen Armee bei. Ich werde die gelben Turbane töten. Ich werde jeden einzelnen von ihm töten. Oha. So, da geht's aufs Schlachtfeld, ne? Mhm. Einmal kurz was gucken. Und zwar, ja, jetzt sind wir in Teil 7. Level 93 wird empfohlen. Der geduckte Drache brüllt. Wir haben aber noch ein paar Nebenquests. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ich beende diese Folge für hier. Und dann, ja, gucken wir mal. Entweder... Ja, ich werde beim nächsten Mal wahrscheinlich die zwei Nebenquests noch machen und dann... Ich nehme an, dass nur noch ein Bosskampf kommt. Ich vermute ganz stark, das wird jetzt nur noch ein Boss sein und fertig. Genau. Damit danke ich mich ganz herzlich für das Dabeisein. Für die paar, die noch zugucken hier auf YouTube. Vielen Dank dafür. Ich weiß das jetzt schätzen. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal das Finale erleben. Bis dahin. Ciao.